Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park mit Mit Miriam. Miriam. Ja, endlich mal wieder ist Miri dabei. Beim letzten Mal war sie ja bei mir zu Hause, konnte deswegen nicht mitspielen. Und jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft, Minecraft aufzunehmen. Freue mich schon. Freust du dich auch? Ja. Die Leute fanden deinen Laden super, wie du den eingerichtet hast. Ja, habe ich schon gelesen. Ja, ich finde es auch super. Der ist sehr, sehr schön geworden. Das Aber kann. was mich viel mehr interessiert, Was denn? Daniel hat ja das letzte Mal Ach, da Triceratops bist du. freigelassen. Und die würde ich mir jetzt ganz gerne angucken, weil ich die noch nicht gesehen habe. Du wirst sie lieben. Flieg mal hier rüber. Die sind hier drin. Du wirst sie lieben. Ich sehe gar Hier. keinen. Springt jetzt hier gerade drauf. Die waren, wo ist die? Die waren noch kleiner, als ich die ausgebrütet habe. Sind niedlich, ne? Wie geht's ihm denn? Ja, das geht so glücklich. Genau Mitte. Aber laut Aber wie sind ich die sehe, hast du Dinger. zumindest an Futterspender gedacht. Die standen da ja noch Ich hatte drin. Ich habe an dem Gehege nichts geändert. Ach Bis ja, jetzt. stimmt. Also alles noch beim Alten. Oh mein Gott, da unten ist ein Ender. Ja, du Ich bist so im war. Creative Mode. Ja, I know, aber trotzdem. Ist Meine trotzdem erste Angst. Reaktion ist abzuhauen. Na, die Höhle hier, ey. Da hast du noch ordentlich was zu tun. Das hat ja Miri im Livestream gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch schon gezeigt im Video, ne? Hier wollt ihr ja noch überall Wasser und so drin haben. Ja. Das wird noch ordentlich viel Arbeit. Ich glaube, das wäre nochmal so ein Job für Livestream. Ich weiß jetzt nicht, Mir ob das gefällt was das wird. übrigens überhaupt gar nicht mehr, dass das nicht alles gleichmäßig ist, ne? Mit den Wänden. Ja. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn da später Wasser drin ist. Ich hätte lieber einen einheitlichen Abstand eigentlich. Also so einen richtigen gleichmäßigen Kreis so drumherum. Ja, genau. Das könnte man mal ausprobieren, wie das aussieht. Wäre Ja, auf aber jeden Fall das machbar. Ich werde auf liegt ja jeden schon Fall da. erstmal noch zum Triceratops-Gehege fahren, wollte ich schon sagen, fliegen. Wir werden jetzt hier so ein bisschen gestalten, das alles ein bisschen schöner machen. Ey, musst du jetzt hier rumlaufen, wo ich hier baue, kleiner Trizi? Boah, ist das lange her, dass wir Minecraft gespielt haben. Das ist echt ungewohnt. Wie lange ist das jetzt her? Wirklich schon ein paar Wochen her, ne? Gefühlt. Ja. Wasser würde ich ehrlich gesagt gerne. Es ist schon cool, dass das hier so nah dran ist, aber ich glaube, ich würde das lieber oder besser finden, wenn das hier in der Mitte von dem Gehege ist. Deswegen baue ich das jetzt erstmal zu. So, das Wasser ist weg und das werde ich jetzt versuchen, hier schön in der Mitte unterzubringen. Ich überlege aber gerade, ob ich nicht mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringe und mal den Rasen hier gegen Sandboden vielleicht tausche. Man könnte das hier irgendwie. Steckt das erstmal ab hier, würde ich gerne das. Wir könnten das hier eigentlich auch schon mit Sand machen, oder? Drumherum, so ein bisschen. Ist halt nicht, wie man das später gut mit Übergängen macht. Sand. Ganz normaler Sand. Sieht halt so aus. Ich weiß, ich könnte jetzt auch wieder mit diesen. Wie heißt dieses, wenn man mit den Befehlen arbeitet? Miri? Weiß ich gar nicht. Ja, damit kann man das Das auch immer Rest. ausfüllen und so, aber ja, das ist. Ich weiß gerade diese ganzen Befehle nicht und es ist mir auch ehrlich gesagt zu anstrengend, das jetzt nachzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Einfach hier so ein bisschen gemütlich bauen. So, den Ball hier machen wir auch mal weg. So einen kleinen Wasserbereich hätte ich hier echt gerne. Ich glaube, ich werde den nochmal so ein bisschen größer machen. So. Soll so schon so ein bisschen rund sein. Aber soll auch natürlich aussehen, also nicht zu rund. So, was wäre denn mit so einem Wasserbecken? Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann würde ich hier mal eben die Fläche unten auch mit Sand ausfüllen. So sieht das Ganze jetzt mit Sand aus. Ich mache jetzt hier schon mal Wasser rein. Oh, was habe ich jetzt denn gemacht? Das war keine Absicht. Wassereimer. Holen wir uns mal eben. Dann füllen wir das Ganze mal auf. Die Triceratops sind wirklich mega laut. Das ist echt nervig. Dann machen wir mal hier überall Wasser rein. Wir wollen ja auch nicht, dass das fließt. Deswegen muss wirklich ist in jedem Feld was sein. Das sieht ja schon ganz gut aus. Ja, noch tut's, also noch fließt es, glaube ich. Es ist noch nicht überall was drin. Ich glaube, nur der Übergang vom Sand,
zum Gras wird schwer, dass das gut aussieht. So, lassen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, ob das fließt. Ich glaube, das ist jetzt ganz normal. Das hat, glaube ich, soweit gut funktioniert. Kann man eigentlich auch Gras auf... Alter, was schreien die laut, ey? Das ist ja insane. Ey, die schreien mir richtig ins Ohr. Mach doch den Zaun noch leiser. Nee, passt schon. Ganz, ganz schlimm. Meinst du, man kann Gras auf Sand platzieren? Könnte man mal ausprobieren, ne, wie das aussieht. Hm. Gras. Hier so Gras. Nee, geht nicht. Schade. Wenn man das hier am Rand schon mal macht, dann ist ja der Übergang schon mal gar nicht so schlecht. Muss natürlich auch die Fackeln hier wegkriegen noch. Die schreien vor allem so ein bisschen so wie so eine abgestochene Kuh oder sowas. Ich weiß nicht. Das ist wirklich strange. Ich meine, die sind ja süß, aber die sind wirklich ultra laut. Gibt es irgendwelche Bäume, die ähnlich wie Palmen sind? Wahrscheinlich nicht, ne? Das weiß ich leider auch nicht. Weißt du überhaupt was? Nee. Anscheinend nicht. Miri wird nachher sagen, es sieht scheiße aus und ich sage, es ist mir egal. So wird's laufen. Ich habe heute gute Laune. Ich werde es wahrscheinlich nicht scheiße finden. Wirst du es positiv abwinken, auch wenn es dir nicht gefällt? Einfach damit du mir nicht das Herz brichst. Genau. So wird's sein. Das glaube ich direkt. So. Ja, ich mache mal auch hier die Fackeln weg. Ich weiß gar nicht, wie macht man das? Ups. Ja, wenn du im Weg stehst, dann brauchst du nicht wundern, wenn du geschlagen wirst. Kleiner Racker. Tut mir leid, hier. Kriegst Gras. Gleich glücklich gemacht. Was habe ich gerade gefragt? Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Weiß ich leider auch nicht, was du gefragt hast. Ich weiß heute nicht. Du weißt gar nichts? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, aber ich vergesse das sofort wieder, nachdem du aufgehört hast zu reden. Sehr gut. Sind meine Informationen so unwichtig? Ich merke schon, es ist heute ein guter Tag, um Minecraft aufzunehmen. Welche Blätter nehmen wir denn da? Trope, Birke, Fichte oder Eiche? Was sagst du, Miri? Entscheide dich für eins. Trope, Birke, Fichte, Trope. Eiche. Hm? Trope. Trope. Nehmen wir Trope. Miri hat gesagt Trope, nehmen wir Trope. Dann gucken wir auch nochmal hier nach Tropenholz. Inventarmanagement ist auch wieder am Start. Läuft. Ja, ja, Schreihals. Alles wird gut. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir den beiden mal Namen geben, Schöne? Welche die Zuschauer in die Kommentare schreiben können. Habe ich eine coole Idee, ne? Das haben in einem anderen Video schon viele Namen geschrieben. Echt? Ja, deswegen dachte ich eigentlich, du hättest dein letzten Video schon nachgefragt. Okay. Habe ich da schon nachgefragt? Echt schon lange her. Ja, dann tut es mir leid, Leute, habe ich vergessen. Schreibt am besten nochmal Namen rein. Da werde ich auch dran denken. Ich finde es eigentlich echt cool, wenn der Stamm mal nicht immer so dick ist. Aber die Truchbäume, die sehen ganz gut aus. Vor allem, ja. So, ich komme jetzt mal kurz zu dir rüber und gucke. Da ist nix, gibt's nichts zu gucken. Oh, hast du hier einen Swimmingpool reingemacht? Ist ja nett. Das sieht halt echt aus wie so ein Swimmingpool, ne? Ja, es soll halt so ein kleines Strand-Wasser-Ding sein. Fuck off! Nein, ich find's gut. Ja? Ja. Okay. Sagst du das jetzt nur? Nein. Aber bei der Ecke hier sollten wir auch Bäume oder so hinmachen. Ja, ja, natürlich. Ich bin gerade ja dabei. Weil von der Seite guckt man ja eh nicht und dann sieht das nicht so leer aus da hinten. Ja, der Baum sieht jetzt schon mal besser aus. Man guckt ja eigentlich von hier, ne? Die Fackeln und so. Ich weiß halt nicht, was wir im Gehege machen an Lichtquellen. Fackeln, finde ich, sehen auch immer echt scheiße aus, ne? So eine Idee, was man in Gehegen machen könnte. Meinst du, es reicht aus, wenn man irgendwie Strahler oder sowas macht? Bodenstrahler? Ich weiß halt nicht, wie das aussieht. Wir könnten auch wirklich so Leute in unseren Park holen, ne?
Diese komischen NPC-Viecher, das würde sogar gehen. Mit irgendeiner Mod, weißt du? Kann man halt überlegen. Aber ich glaube tatsächlich eher, dass die einfach nur dumm im Weg rumstehen und nerven, wenn sie da sind. Die Zuschauer? Nein, ich meine, wenn wir wirklich solche... Ich meine jetzt nicht richtige Zuschauer, ich meine Besucher. Ach so. Also, wenn man solche... Die Zuschauer stehen doch nicht dumm im Weg rum und nerven. Wow. Ja, wenn du Zuschauer sagst. Ja, I'm sorry. Ja, Leute, ihr seid nicht gemeint, keine Sorge. Jetzt direkt Dislike ausgemacht, das Video. Was? Ich nerv nicht. Sehr gut. Okay. Genug gelacht for today. Ja. So, das Ganze nimmt jetzt hier ein bisschen schönere Form schon an, finde ich. Schon ganz nice geworden. Wir müssen aber auf jeden Fall noch ein paar mehr Bäume machen und hier diese Fieder, die Futterspender, wie schnell die gewachsen sind jetzt. Schaut mal. Also zum Vergleich vom Anfang der Folge sind die schon echt krass gewachsen. Not bad. Die Fieder werde ich auch noch auf jeden Fall besser platzieren und sowas. Aber ich wollte jetzt mal hier kurz auf den Wasser so Seerosenblätter machen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das ist schon fast too much. Machen wir mal so. Ja, das sieht eigentlich ganz nice aus. Vielleicht können wir auch noch hier so Ranken machen. Das hier blaue Schleimranken. Ne, die wollen wir nicht. Können wir auch noch hier am Baum wachsen lassen. Hier geht das nicht, ne? Ne, aber hier können wir machen. Machen wir einfach mal so ein bisschen. Die verbreiten sich ja auch noch dann und sowas. Das ist ganz nice. So, hier vorne haben wir nämlich auch noch mal so einen Baum. Dann machen wir das auch. Ranken. Da finde ich es eigentlich ganz cool, dass das ist. Was muss man noch mal in so ein Gehege machen, damit die glücklich sind? Du hattest ja hier beim letzten Mal extra so andere Gräser und so reingemacht, Miri. Weißt du das noch? Was man da reinmachen muss? Spielzeug brauchen die. Ja. Spielzeug sind Bälle und sowas, ne? Ja, genau. Okay. Mach ich auch schon mal weg. Hier vorne das auch alles nochmal so ein bisschen abändern, von der Form her. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ganz viel mit Knochenmehl hier Pflanzen wachsen lassen. Ja, Pflanzen kann man nie genug haben. Ich weiß, diese Stellen, die wachsen immer noch selber zu, aber ich will das Gesamtergebnis gleich sehen, ohne jetzt hier warten zu müssen. Diese Dinger will ich ja noch ein paar platzieren. Weil die brauchen die, glaube ich, damit die glücklich sind. Können wir wirklich nochmal so ein bisschen um die Bäume herum machen. Das finde ich echt ganz cool. Braucht einfach so lange für diese Höhle, ne? Ja, glaube ich. Oh. Jetzt doch vorgenommen. Ich dachte, wir wollten das im Livestream machen, aber dann kannst du ja vielleicht im Livestream was anderes machen. Willst du denn nicht mal wieder einen Minecraft streamen? Wäre doch cool, oder nicht? Hat doch Spaß gemacht. Ja. Zuschauer würden sich bestimmt freuen, wenn du mal wieder eine Runde Minecraft streamst. Oder Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Sport Miri an, dass sie den Livestream anmacht. jetzt müssen wir gucken, dass wir hier auch einen Mitarbeiterweg vernünftig entlang führen. Oder irgendwie hinbekommen. Ich würde fast sagen, dass wir den hier einfach abgehen lassen. Das müssen wir später eh zubauen. Dass wir den hier so lang gehen lassen. Ah, das hier wird jetzt leider verschwinden. Das ist ja so der erste Ort, wo Miri, glaube ich, gestorben ist. Im Öl. Und dann können wir einfach hier diesen Steinweg machen. Den finde ich immer sehr schön. Den lassen wir einfach mal dann abgehen. Wie macht man das denn dann am besten? Macht man den dann schon direkt hier ran oder lässt man dann den Dings da? Ich lasse diesen
Andesitstein. Den lasse ich da, glaube ich. Na, dann geht hier einfach der Mitarbeiterweg lang. Wir müssen ja eigentlich dann auch mal langsam runtergehen. Dann brauchen wir einmal Stufen. Dann nehmen wir auch mal die hier, damit wir gleich Stufen nehmen können, was wir möchten. Was nehme ich denn da jetzt? Ich könnte... Boah, da gibt es viele Materialien, die ich nehmen könnte. Ich könnte entweder Andesit nehmen. Ich könnte auch was Natürliches nehmen. Ich könnte auch Tropenholz nehmen. Kann man auch mal ausprobieren, wie das aussieht. Aber ich glaube, Andesit sieht ziemlich passend aus. Brauche ich nicht mehr groß ausprobieren. So. Dann kann man hier nochmal runtergehen. Hier soll es dann reingehen mit einem Eingang. Ich werde noch hier so ein Stück weitermachen. Dann muss man es auch noch anpassen natürlich. Ich will das hier alles nur mit Rasen austauschen, so ein bisschen. Sehr gut. Und dann können wir den Weg eigentlich hier hinführen. Und dann geht es hier dann in das Gehege rein. Genau, hier soll dann der Eingang ins Gehege sein für die Mitarbeiter. Das Ganze schirmen wir nochmal mit so einer Hecke ab. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier hinten für eine Hecke genommen? Akazienhecke. Hier vorne haben wir, die finde ich eigentlich ganz schön. Fichtenhecke, die nehmen wir mal. Und da würde ich sagen, schirmen wir das hier doch mal ab. Ich glaube, wir gehen direkt ran. Wir bauen dann hier mal die Hecke schön am Rand entlang. Bis hier vorne. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Könnte man dann auch noch so ein Stück in diese Richtung irgendwann gehen. Und dann ist der Mitarbeiterweg hier wirklich gut abgeschirmt. Oder ist noch Stein unter, das wollen wir ja nicht. Machen wir mal eben Rasen runter. Bis hier vorne erstmal. Genau, und dann geht es hier vorne in das Tor. Ich glaube, da machen wir einfach Türen rein. Ich weiß gar nicht, welche Türen bieten sich denn da am besten an. So, ich habe mich dann doch einfach für die normale Tür entschieden, die es gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum die platziert werden müssen. Dafür braucht man, glaube ich, einen Knopf, ne? Knopf. Ne, am besten eine Platte da. Wie heißen die denn? Heißen die Platte? Ja. Steinplatte. Sehr schön. Oh, ich habe gerade mal ein Viertel der Höhle geschafft. Echt? Hm. Aha. Wie platziert man das denn richtig rum? Ah, jetzt. Okay, perfekt. So soll es sein, Leute. Natürlich müssen wir dann hier den Rahmen noch ein bisschen ändern, weil sonst sieht das nicht aus. Den werden wir dann jetzt erstmal an die Sieb machen, dass hier die Viecher ausbrechen. Ich denke mal, das geht klar. Wir hätten es auch mit Weiß machen können. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte. Nehmen wir das mal aus. Das gefällt mir besser. Hebt sich die Tür ein bisschen ab. Sieht doch schick aus. So. Hier machen wir dann einen Schalter dran. Ne, ein Button reicht eigentlich, ne? Knopf. Wir wollen ja nicht, dass die Tür lange offen bleibt. So, dann kommen wir wieder raus. Perfekt. So soll es sein, so habe ich es mir vorgestellt. Wir können eigentlich hier direkt die Hecke bis zur Tür machen. Warum nicht? So, dann haben wir das auch schon mal. Hier können wir nochmal kurz mit Knochenmehl ein wenig was machen.
Wir sind soweit fertig mit dem Triceratops-Gehege. Ich finde es eigentlich echt schick geworden. Also ich finde es nice. Miri kann ja gleich nochmal gucken kommen, wenn sie möchte. Aber ich fliege jetzt mal eben erstmal rüber zu ihr. Schau mal, was sie gemacht hat. Müsste doch eigentlich auch hier reinkommen in deine... Gibt es schon hinten den Ausgang? Auf der anderen Seite oder ist das nicht durchgebaut? Doch, müsste eine. Nur wo ist der? Müsste doch einfach eigentlich irgendwo hier sein, oder? Egal, fliegen wir auf die richtige Seite. Sonst finde ich das ja nie. So. Oh, schaut mal an. Okay, das sieht wirklich cooler aus. Wenn das eckig ist. So, das ist nicer. Und das ist viel Arbeit, oder? Boah! Ja, siehst du, in der ganzen Zeit, da habe ich nur das Stück geschafft, ne? Ja. Krass. Ja, hier, wo die Flächen so nach links und rechts gehen, müssen wir natürlich auch hier die Wände ein bisschen weiter nach hinten setzen, ne? Deswegen habe ich bis jetzt nur bis dahin gearbeitet. Ja, krass. Willst du mal das Triceratops-Gehege angucken? Ja, ich habe die Schnauze voll hiervon. Ja, glaube ich. Kannst ja beim nächsten Mal weitermachen oder im Livestream. Zuschauer können dir sicherlich auch mit so Dingern, mit diesen Befehlen und so helfen. Da gibt es sicherlich einige, die das noch erleichtern. Ich arbeite ja schon mit den Befehlen. Ja, aber es gibt sicherlich noch einige, die wir nicht kennen, die das noch leichter machen, weißt du? Oh, Seerosen. Schick geworden, oder? Gefällt's dir? Ja, ich habe noch ein paar Bäumchen hier gepflanzt, ne? Ich habe Kratzbäumchen vergessen. Wie heißen die Dinger? Scratch irgendwas? Ja. Scratch und Bälle habe ich vergessen. Wie heißen die? Ball? Ja. Der Mitarbeiterweg ist auch cool. Das freut mich. Das freut mich. So, die Kratzbäume, die machen wir natürlich auch an Position, wo die Besucher die Dinos hoffentlich beobachten können. So, gucken wir mal hier hin. Die Bälle sind egal, die kicken die eh durch die Gegend. Ziehen wir mal einfach. Und damit ist unser Triceratops-Gehege schon mal neu. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen in die Mine stürzen und noch mal nach ein paar Fossilien suchen, damit wir neue Dinos bekommen. Und dann lassen wir diese Folge noch ein Dino frei, würde ich sagen. Ich war in der Mine gerade und habe ein bisschen gebuddelt. Habe einige DNA sogar gefunden. Also da werden wir noch viele Dinosaurier ausbrüten können. Aber ich habe unter anderem eine Pachy-DNA gefunden und wir hatten sogar noch eine Pachy-DNA. Das heißt, wir haben jetzt zwei Stück. Und ich würde sagen, jeder von uns beiden bekommt gleich einen. Ne? Brüten die aber nacheinander aus. Leg ihn hier hin und dann bin ich sehr gespannt, wie unser erster Pachy aussieht. In der Nähe bleiben, ne? Damit du den... Ich bin dafür, dass du den ersten übernimmst. Ich schau mal das von weit an. Weg. Weit an weg. Oh, es wackelt. Jetzt geht's los, Miri. Dann geh weg. Ich bin nicht nahe. Nein, ist alles gut. Du bist näher als ich. Es wackelt. Aber ich höre gar keine Musik. Hörst du Musik? Mm-mm. Oh. Ach. Da ist er. Oh, wie süß. Ist ein Weibchen. Mega klein. Bist du der Owner? Also hat's geklappt. Mega niedlich. Kleiner Pachy. Oh, schau mal. Bin mal gespannt, ob wir jetzt noch ein Männchen bekommen. Das wäre cool, weil ich würde mir bei denen sogar wünschen, dass die sich ein bisschen vermehren. Einfach, echt? Weil wir nur zwei Stück haben. Ja, willst du nur zwei Stück in diesem Riesengehege haben? Also ich würde es cool finden, wenn wir hier ein paar mehr von hätten. So, ich lege mal das andere Ei und dann warten wir da auch nochmal eben die Zeit ab. Und diesmal werde ich der Owner. Ey, geh mal aus dem Licht. Du Riese. Ich war übrigens gerade noch im Game Mode, als ich das Ei platziert habe, aber ich habe das andere Ei, was ich dann noch über hatte, hier im Wasser versenkt, da unten schwimmt es. So, das ist nicht irgendwie ercheatet oder so, das werden wir auch nicht wieder aufsammeln. Oh, und jetzt wackelt das Ei, perfekt. Jetzt wird gleich unser kleiner Baby-Pachy schlüpfen, hoffentlich Männchen. Wenn es um Weibchen bist, ist auch nicht schlimm. Wir lieben dich trotzdem, egal was du wirst. Da ist er. Oh, das ist ein Männchen, oder? Der sieht anders aus als deiner. Schau mal. Ja, der hat wieder viel mehr Farben. Ein roter Kamm oben, oder? Nicht wegrennen direkt. Mensch, ich will dich angucken. Du bist gleich viel wilder.
Und? Das ist ein Männchen. Perfekt. Männchen und Weibchen bekommen. Muss sein. Owner der Dandyman Mail. Perfekt. Isa, bleib doch mal stehen. Lass dich begutachten. Mensch, du kleiner Racker. Jetzt renn doch nicht weg. Da ist er. Ist ja nicht wunderschön. Für die Pachis könnt ihr auch schöne Namensvorschläge auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Für die Triceratopse könnt ihr das auch gerne nochmal tun. Wir werden auch diesmal dran denken und die auch mal wirklich benennen. Erinnere mich bitte dran, Miri, dass wir das machen. Ja, jeder sucht für seine Dinos ja dann Namen aus. Genau, aus den Kommentaren suchen wir uns dann jeweils die Namen für unsere Dinos aus. Also, das machen wir dann. Also lasst euch auch schöne Mädchennamen einfallen. Ja, aber ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Endlich war Miri mal wieder mit dabei. Das war echt cool. Falls euch das... Ey. Oh, ich wollte nur winken. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Miri hat das letzte Wort, wie immer. Ich bin gerade am Gehen. Tschüss.